Tango Walpurgis, Tanzinnen Mai, Tangoball im Haus im Park Bremen. Es spielt das Orchester Ordres Aires. Da kann, denke ich beim Lesen der Anzeige, der Ball nur gut werden. Und so wurde es. Als die Gruppe zu spielen begann, filmte ich von dem Auftritt die ersten drei Lieder. Dann tat ich das, was ich liebe, tanzen. Es ist mir nicht erinnerlich, wie viele Lieder schon gespielt waren, ehe die Klänge von Milonga Sentimental erklangen. Auf der Tanzfläche stehend, auf das neue Lied wartend, blickte ich an mir hinunter. Ich trug das Hemd über der Hose. Am Hemd war ein weiterer Knopf aufgegangen und die nun freie rechte Seite hatte sich hochgeschoben und am Bund der Hose verhakt. Es sehend war der erste Gedanke, Hose offen, peinlich. In einem kleinen Anflug von Panik schob ich es zurück. Puh, Operation geglückt, Reißverschluss verdeckt, Kontrolle. Oh, der Reißverschluss war gar nicht auf, noch peinlicher. Denkend, hoffentlich hat keiner die merkwürdigen Bewegungen notiert, sah ich mich um. Könnte ja einer denken, ich habe neurotische Zuckungen oder ähnliches. Auf der Leinwand hatte der Clip zu Milonga Sentimental begonnen. Una Mujer, die sich unendlich Kleider auszieht, eine Maus, die mit Käse versorgt wird, ein schlüsselessender Mann und anderes mehr als Comicstrip. Ich hatte den Clip schon oft gesehen, daher ist mir der Ablauf bekannt. Wohl deswegen wurde es nun vollends lustig. Ich sah mich wieder im Saal um, lache meine Tanzpartnerin an, sie schaut verdutzt zurück. Wahrscheinlich hat sie sich gedacht, was ist mit dem los? Ich werde nicht davon erzählen, was ich so im Kopf hatte. Was mir einfiel, kann es auch nicht, wenn sie sagt, sie müsse sich noch aufhübschen. So etwas erfreut. Ich mag solche kleinen News der weiblichen Süßigkeiten. Erinnerungen sind immer da. Aber woran ich mich beim Herumsehen erinnert habe, daran erinnere ich mich nicht. Wie auch nicht daran, was ich alles so gedacht haben mag, angesichts dessen, was ich aus den Tiefen des im limbischen System verankerten Erinnerungsspeicher nach oben bewegt haben mag. Es war wie im Traum. Wenn man träumt, kann man sich mitunter nach dem Erwachen nicht mehr erklären, warum man es geträumt hat, wie man überhaupt darauf gekommen ist, es zu träumen, wie das alles überhaupt zusammenpasst, was und wie man es träumte. Aber während man geträumt hat, war alles vollkommen passend. So etwas geschieht, auch beim Tanzen. Des Tangos. Wenn wie durch ein Wunder Körper sich finden, die gut aufeinander passend miteinander auf einer Ebene kommunizieren, sich auf einer Wellenlänge begegnen, die Kortexe der Geruchswelt das Mantra an die Magie des Parfumé zelebrieren. Während des Tanzes sah ich mitunter zur Bühne, wo Ordres Aires vor dem Hintergrund des Clips den Tango spielten und die Megastimmung auf der Tanzfläche erzeugten. Bei bestimmten Szenen aus dem Comic drehte sich für Momente ein Bild im Kopf fest. Es hatten sich Bezüge hergestellt, zumeist zu realen Begebnissen der Vergangenheit. Fritz Lang fiel mir ein, der große deutsche Regisseur von Nibelungen, von dem sein Kollege Jean-Luc Godard sagt, bei Langs Schnitt überwiege die Intelligenz und Sensibilität. Als Lang nach Amerika kam, schrieb er, ich hörte auf, Deutsch zu lesen und zu sprechen. Ich lernte sehr viel aus Comicstrips, versuchte zu verstehen. Mir war, als verstehe ich heute das erste Mal auch sinnlich, wie er zu solch einem Ergebnis kommen konnte. Während des Tanzes, mehr im Kreis als vorwärts, immer bereit, den Crack zu gehen, der einen vorwärts erlaubt, erklingen Worte von Leo Fuld aus seinem Lied »Was gewehen, ist gewehen in meinem Kopf, lautlos, aber doch da, präsent,
Man hegt sich, man pflegt sich, man macht sich schön. Wozu ich eine eigene Zeile beisteuere, denn ich dichte lautlos hinzu, um beim Ball sich mitzudrehen. Über die Bibel sagt Martin Luther, in der wortwörtlichen Übersetzung von ihr sei Leben, Kraft, Lehre und Kunst inne, nicht in spitzbübischen theologischen Abwandlungen. In diesem Sinne ist der Tango eine Bibel, eine Metapher, voller mystischer Chiffren, Mysterien, Geheimnissen. Tango, sich versenken, hingeben, an die Musik ihren Tanz. Milonga sentimental, Erinnerungen an Tangobälle mit Orchestern, auch hier im Haus im Park. Das erste Haus brannte ab, es bleibt in Erinnerung. Pepito Avellaneda, welch ein sinnlicher Augenschmaus, wie dieser Maestro de Tango die Milonga tanzte. Wow, die Bewegung, kraftvoll, sensibel filigran. Alfredo Marcucci, Pupi Gastello, welch ein Tänzer, aber auch er ist schon verstorben. Aber nicht La Negra Graciela. Jede Milonga, jeder Tango kann eine Unzahl von Erinnerungen aktivieren. An Orte, an Menschen, an Tänzer und Tänzerinnen. Otros Aires hatten schon zuvor Sin Rumbo gespielt, Club Sin Rumbo, La Catedral del Tango, der Name des ältesten Tango-Salons von Buenos Aires. La Catedral? Tatsächlich ist es so, tritt man ein und sieht zur Stirnseite des Salons, kann man sich des Gefühls nicht entziehen, gleich Heiligen zu begegnen. Dort sind alle Tango-Legenden zu finden, verewigt. Was die Sunset Street für Hollywood ist, ist diese Wand für den Tango. Aber ist man erstmal angekommen und tanzt, wird es ein Tanz darinnen. Kommt aber nur einmal hinein, begrüßt die heilige Kapelle. Da ist auf einmal farbig helle, dichtete Goethe bei seiner Betrachtung der Poesie als sakralen Raum. Aber Goethe tanzte keinen Tango, und reiste nicht nach Argentinien, aber nach Italien, in Sachen Kunst. Und aus Italien war Filippo Avignonesi nach Bremen gekommen, um hier mit Frauke Nees die Kunst des Tango-Tanz darzubieten. Der Showtanz, welch ein Feuerwerk, elektrisierend. Tango, sein Spirit. An solchen Abenden ist er sehr aktiv lebendig. Atmen, einatmen, den Geruch, Parfumé de Tango, ihr Geruch. Ich atmete ihn tief ein, als die Klänge von Amor que se baila einsetzen. Und dann, wie brennt, wieder, La Pista, die Tanzfläche.